So, wir sind angekommen. Die Koffer haben wir schon mal, Auto haben wir auch schon. Fehlen nur noch die Routen und die Spielguns und alles andere, was da so drin ist. Und dann geht's los. Komm, tu es. Yes. Moin moin, liebe Anglers. Wir haben es geschafft. Wir sind auf Lanzarote und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg nach Arrecife, um uns unsere Spearfishing und Fishing-Lizenz generell zu holen, weil ohne die geht halt nicht. Ja, und danach geht's direkt los. Ich habe die große Ehre, einen Kameramann dabei zu haben. Zeig dich. Mein Bruder Tim. Upp. Erstmal die License einpacken und dann geht's ab. Wir kommen gerade schön beim Doktor raus und haben jetzt unser, sag mal, Zertifikat. Spearfishing, also wir sind einen Schritt näher dran an dem Spearfishing-License. Jetzt geht's eigentlich nur noch um Geld. Offiziell gesund. Wir sind offiziell in der Lage zu atmen. Tatsächlich relativ krass. Hätte ich nicht gedacht, dass man so viele Fragen gestellt bekommt und Blutdrucktests und Sehtests und Atemtests und Herz, hier EKG-Scheiße und so. Schon krass. Auf jeden Fall habe ich nochmal Glück gehabt, als sie gefragt hat, ob ich rauche. Ja, manchmal beim Bier. Ha. Naja, auf jeden Fall, jetzt müssen wir wieder zurück zu dem Office-Ding da. Und Cabildo. Wie heißt das? Cabildo. Cabildo. Dann können wir uns da irgendwo an den ATM stellen. Können den ganzen Rotz bezahlen und dann haben wir eine Angellizenz und eine Spearfishing-Lizenz und wir sind safe. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal das Auto wieder finden und dann geht's weiter. Wir haben mal kurz den Fahrer gewechselt, weil ich Besseres zu tun habe gerade. Es geht jetzt gleich, was machen wir jetzt? Donde está la biblioteca, meine Freunde? Ihr seht und ihr hört wahrscheinlich auch, es ist verdammt windig. Ich werde jetzt hier runterlatschen, die Klippen, und dann schaue ich erstmal, ob ich bei dem Wind überhaupt vernünftig werfen kann. Mal gucken, ne? Wird schon schief gehen. Und ich sehe schon, hier unten ist noch ein anderer Angler. Ich fange an mit dem Fat Jig und hoffe einfach mal, dass wir was ans Band kriegen heute. So, wir sind am Spot angekommen. Hier geht es gleich richtig schön tief runter, genauso soll es sein. Und ich will gar nicht lange warten, weil das Wasser jetzt gleich schon wieder kommt. Auf geht's, Leute. Den Einheimischen gefragt. Do you speak English? No. No? Beziehungsweise eigentlich habe ich gar nichts gefragt, weil ich nicht wirklich Spanisch kann, außer Hallo und fünf Brötchen bitte und so ein Scheiß. Aber Fischarten konnte er wenigstens verstehen. Dorado?
Dorado? Dorado? Sí. Hier? Somewhere or no? Sierra? Sierra? Sierra, sí. Sierra, ja? Yeah. Okay. Und so wie ich das interpretiert habe, Dorado hier nein, Bonito hier ja. Barracuda habe ich gar nicht gefragt. Egal, ich will Bonito haben. Wenn er sagt, jo, geht hier klar, versuche ich das hier auch weiter. Ich versuche jetzt mal die Fliege am Chiburashka. Warum nicht? Einfach reinleiern das Ding. Stärker und ich kann eigentlich nur noch den großen Fat Jig mit 60 Gramm werfen, ohne eine Perücke zu werfen. Führungstechnisch auch alles ein bisschen schwierig, großer Schnurbogen, nicht optimal. Jetzt ungefähr 2 Stunden geworfen, Spot ist vielleicht gar nicht schlecht, weniger Wind, dass man auch ein bisschen andere Köder anders führen kann irgendwie. Oder jetzt halt bei dem Wind einen anderen Spot suchen, der ein bisschen windstiller ist. Allerdings ist hier um die Ecke, wo es windstill ist, kein Drop-Off, sondern da geht's seicht rein und das bringt mir dann in der Hinsicht nichts. Von daher wird nachher ein bisschen gespielt. Wir rücken jetzt hier erstmal ab und gehen erstmal frühstücken. The next morning. Es ist 7 Uhr, kurz vor Sonnenaufgang. Hier direkt hinter mir, kann man wahrscheinlich sehen, ist gerade ein Fischer am Machen. Hauptsache, der lässt mir was über. Grüße gehen raus an Andreas, aka Bastard Makrele auf YouTube, der mir hier den Spot verraten hat. Vielen Dank dafür und schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei, es lohnt sich. Der Spot hier sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Hier geht es direkt tief runter auf 20 Meter oder so. Die Fischer-Johnnies haben hier gerade noch ein Netz rausgeschmissen, aber die ziehen schon zusammen, die werden hier gleich fertig sein. Aber so lange warte ich nicht. Es muss losgehen. So, nochmal den Fat Jig, der schon ein bisschen gelitten hat. Leider nicht vom Fisch, sondern von den Steinen. Leier ich den einfach nur mal rein. Ja, Fisch. Was Kleines. Kleiner. Nee. Barracuda. Auf den Fat Jig. So. Mal kurz. Warte. Nicht zu dolle drücken.
Tank durchgeworfen und nach den kleinen Barracuda ist leider gar nichts mehr passiert. Und Tim ist dann auch noch mal ins Wasser gegangen, ist ein bisschen hier abgeschnorchelt, hat ein bisschen geguckt. Könnt ihr auch gleich noch mal gucken, hier, wie das hier so alles aussieht. So viel los hier und ich denke einfach, die beste Zeit ist einfach in den ersten Morgenstunden und wir werden dann wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Tagen nochmal morgens in der Morgendämmerung herkommen und vielleicht klappt es ja dann mit dem Bonito und dann scheppert's, Leute. Der erste Fisch auf dem Jig. That's a big ass Barracuda. Leck mich am Arsch. Ich höre jetzt auch auf zu angeln, weil meine Beine zittern, alles zittert. Alter! Wenn euch das Video gefallen hat, dann fliegt doch einfach mal hierher und macht das auch. Viejas sind Parrots. Parrots sind Papageienfische. Und Papageienfische sind lecker. So ziemlich jeder Sandstrand auf der Welt ist Parrots-Kacke. Die knubbeln Steinchen und Korallen und kacken dann schön feinen Sand aus. Und das ist das, wo wir dann drauf rumlaufen. Zumindest Korallenstrände, ne? Korallenstrände? Ja, Mineralsandstrände sind, also das, was wir haben, ist ja nicht Parrot-Kacke. Doch, alles Parrot-Kacke. Nee. Doch.